Menschen, die aus Russland kamen, haben unser Land in einem verklärten Licht gesehen. Deutschland, das war das Sehnsuchtsland der Vorfahren. Die Heimat, die man auch in der Fremde nicht vergisst. Die Heimat, in die die Ur-Ur-Urenkel endlich wieder zurückkehren durften. Deutschland, das Land der Dichter und Denker, das Land mit preußischer Ordnung, Recht und Gesetz, das Land der Muttersprache. Die raue Wirklichkeit sieht anders aus. Preußen gibt es nicht mehr. Deutschland lag nach einem entsetzlichen Krieg unter Schutt und Asche. Und was danach wieder entstanden ist, ist ein ganz anderes Land mit einem fremden Gesicht. Heimatverbundenheit, Heimatgefühl und jede noch so kleine Form von Patriotismus hat man aus den Köpfen getrieben. Wir sind nur noch die Zahlmeister der Welt. Wir schuften für die höchsten Steuern, die es hier gab. Für die EU, die ohne unsere Zahlungen nicht mehr bestehen könnte, nach Deutschland gekommen sind, sich vorstellen können, dass so etwas hier möglich wäre? Bestimmt nicht. Sie sind hierher gekommen mit der Vorstellung, von der Unfreiheit in die Freiheit zu kommen. Wir stehen noch immer unter dem Recht der Sieger,